Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen und Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen dazu. Die Koalitionsfraktionen halten es aufgrund der weiterhin dynamischen Lage bei Covid-19-Infektionen für erforderlich, die bis zum 31.03.2021 geltenden Regelungen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gesundheitswesen und auf die langzeitpflegerische Versorgung zu verlängern. Gleichzeitig soll künftig nach Ablauf von 3 Monaten die Feststellung der epidemischen Lage automatisch beendet sein, wenn sie nicht zuvor vom Parlament verlängert wurde. Die Notwendigkeit der aktuellen Verlängerung, das automatische Auslaufen der Feststellung nach 3 Monaten bzw. die automatische Verlängerung von untergesetzlichen Regelungen bei Verlängerung der epidemischen Lage und vieles mehr sollen heute die Sachverständigen bewerten. Bevor wir anfangen, will ich etwas sagen zum Ablauf der Anhörung. Die Anhörung dauert insgesamt 90 Minuten. Diese 90 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Auf die CDU-CSU entfallen 32 Minuten, auf die SPD 19 Minuten, auf die AfD 11 Minuten, auf die FDP 10 Minuten und auf die Linke und Bündnis 90 Grünen jeweils 9 Minuten Fragezeit. Ich darf alle darum bitten, dass man sich bei Frage und Antwort kurz fasst, damit wir also viele Fragen stellen und beantwortet bekommen. Die aufgerufenen Sachverständigen sollen vor der Beantwortung der Frage daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns hier im Saal auf dem Videowürfel zu sehen. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung morgen im Parlamentsfernsehen gezeigt wird und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Ich danke den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, ganz besonders. Und jetzt beginnen wir mit den Fragen. Und die erste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion und hier Frau Karin Mark. Ja, ich danke dem Vorsitzenden ganz besonders und stelle die erste Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Wollenschläger. Wir wollen ja mit diesem Gesetzentwurf sicherstellen, dass die pandemierelevanten Verordnungsermächtigungen und Rechtsverordnungen über den 31. März hinaus gelten. Und deshalb ist vorgesehen, die Regelung zu entfristen und gleichzeitig sozusagen an die Fortdauer der pandemischen Lage, an den Beschluss anzuknüpfen. Zudem wollen wir diese pandemische Lage, den Beschluss auf 3 Monate befristen. Wie beurteilen Sie die vorgesehenen Regelungen? Herr Professor Dr. Wollenschläger. Die Änderungen sind meines Erachtens zu begrüßen. Zunächst trägt die Aufhebung der kalendermäßigen Befristung der Handlungsbefugnisse zur Pandemiebekämpfung dem Umstand Rechnung, dass sich das Ende der pandemischen Lage eben nicht kalendermäßig bestimmen lässt. Und damit lässt sich natürlich auch nicht der Zeitpunkt, ab dem die Befugnisse und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entbehrlich sind, kalendermäßig bestimmen. Freilich, die der Exekutive namentlich in § 5 Absatz 2 und 28a des Infektionsschutzgesetzes eingeräumte Befugnisse reichen teils sehr weit. Und deshalb sind auch 2 weitere Aspekte des Gesetzesentwurfs, die Sie auch erwähnt haben, von besonderer Bedeutung und zu begrüßen. Nämlich erstens das periodische Verlängerungserfordernis und zweitens die Evaluationspflicht. Von verfassungsrechtlich besonderer Bedeutung ist, dass der Gesetzentwurf die zeitliche Begrenzung, die ja ohnehin schon aus dem Tatbestandsmerkmal einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite folgt, prozedural absichert mittels des periodischen Verlängerungserfordernisses, weil so neben der Einhegung auch eine periodische Debatte im Bundestag gewährleistet wird.
Zweitens, die Delegation von Handlungsbefugnissen auf die Exekutive stellt unabhängig jetzt von verfassungsrechtlichen Grenzen eine vom Gesetzgeber politisch zu verantwortende Entscheidung dar. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch bei einer Verlängerung im Blick zu behalten, ob eine Aufhebung oder Änderung einzelner Ermächtigungsgrundlagen oder auch eine Aufhebung oder Überführung in Gesetzesrecht einzelner auf der Grundlage der Ermächtigungsnormen erlassenen Rechtsverordnungen im Parlamentsgesetzesrecht erforderlich angezeigt ist. Und deswegen ist auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Evaluationspflicht zu begrüßen, die ich, um vielleicht in einem Punkt vorzugreifen, auch auf die Frage der Impfpriorisierung erstrecken würde. Einen Punkt insoweit ließe sich noch erwägen, nachdem die Handlungsbefugnisse evaluiert werden sollen mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie, nämlich auch die Handlungsbefugnisse, die aktuell bestehen, auf die Corona-Pandemie zu beschränken, was ja etwa in 28a jetzt schon der Fall ist und eine Generalisierung für alle Pandemien erst nach Evaluation vorzunehmen. Und noch ein letzter Punkt, ohne jetzt die verfassungsrechtliche Grundsatzdebatte, die wir hier schon öfters geführt haben, um die Befugnisse namentlich des § 5 Absatz 2 und 28a erneut aufzugreifen, möchte ich nochmals betonen, dass eine verfassungsrechtliche Bewertung dieser Verordnungsermächtigungen nicht pauschal, sondern nur in Auseinandersetzung mit den einzelnen Verordnungsermächtigungen möglich ist. Und wenn man sich gerade § 5 Absatz 2 anschaut, der ja besonders umstritten ist, möchte ich auch nochmals betonen, dass das Meinungsbild in Rechtsprechung und Schriftung doch differenziert ist und man nicht sagen kann, dass es hier sich um eine allgemein für verfassungswidrig erachtete Norm handelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, und zwar richtet sie sich, vielen Dank fürs Wort, an Herrn Professor Dr. Brenner, Einzelsachverständigen. Wir haben ja jetzt in dem Paragraphen 20 Absatz 2a des Infektionsschutzgesetzes die Absicht, die Impfziele für den Fall von Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus zu benennen. Sie sollen dann im Fall einer notwendigen Priorisierung berücksichtigt werden. Außerdem haben wir einen entsprechenden Priorisierungshinweis aufgenommen in den § 20i SGB V. Wie ist Ihre Bewertung dieser Neuregelung, insbesondere auch im Hinblick auf Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz? Herr Professor Dr. Brenner. Herr Professor Brenner, Sie müssen das Mikro freischalten. Das Mikro ist freigeschaltet. Sie könnten jetzt reden. Herr Vorsitzender, bei mir war die Leitung gerade ganz schlecht. Ich konnte die Frage leider überhaupt nicht verstehen. Ich hatte weder Bild noch Ton. Wäre es möglich, bitte die Frage noch mal kurz zu wiederholen, dass ich antworten kann? Ja, ja. Also die Frage wird wiederholt. Ja, Herr Professor Brenner, es geht um die in dem Entwurf benannten Impfziele, die dann ja im Fall einer notwendigen Priorisierung berücksichtigt werden sollen. Wir haben dann auch einen Hinweis in 20i SGB V zur Priorisierung. Wie ist Ihre Bewertung dieser Neuregelung, auch im Blick auf Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz? Reicht das aus? Das reicht aus. Vielen Dank für die Frage. Ich bin der Auffassung, dass diese Regelung, die jetzt vor allem in den Paragraphen 20 vorgenommen ist und die Priorisierung, die Reihenfolge der Priorisierung betrifft, dass die Gestaltung verfassungsrechtlich zulässig ist und insbesondere den Anforderungen des Artikels 80 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes genügt. Es ist ja in der Tat so, dass die Empfehlungen der Impfkommission jetzt weitgehend rechtlich eingehegt werden. Und es ist zudem so, dass die wesentlichen Aspekte, die für die Bekämpfung der Pandemie von Bedeutung sind, in den Paragraphen 20 Absatz 2a neuer Fassung niedergelegt sind. Das sind die wesentlichen Kriterien, die im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich
ich der Auffassung, dass diese rechtliche Einhegung auch für die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, weil sie nach Inhalt, Zweck und Ausmaß letztendlich hinreichend klar ist, das Programm gewissermaßen an den Verordnungsgeber erkennen lässt. Was vielleicht erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, dass eine Reihenfolge dieser Impfziele oder dieser Prioritätsregelungen ja nicht im Gesetz genannt ist und das sicher zugleich dann auch die Flexibilität für der Dynamik der Pandemie geschuldete Neujustierungen, die ja gegebenenfalls erforderlich werden können. Das ermöglicht also schnell auf neue dynamische Konstellationen zu reagieren. Darüber hinaus ist ja auch die Fachkompetenz der Impfkommission unbestritten. Sie wird dann sicherlich eine sorgfältige Abwägung vornehmen, wobei bei dieser Abwägung natürlich immer der Schutz der Gesundheit, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, im Vordergrund stehen wird. Wenn ich mir eine kleine Frage oder Anmerkung noch erlauben darf, mir ist ehrlich gesagt bei dem Gesetzentwurf nicht so ganz klar, wie sich diese Impfziele, die in dem neuen Paragraphen 20 Absatz 2a genannt sind, zu dem neu vorgeschlagenen Artikel Paragraph 20i des Sozialgesetzbuches verhalten, denn bei dieser Bestimmung nach dem SGB sind ja bei der Festlegung von Priorisierungskriterien zugleich auch diese Impfziele zu berücksichtigen. Und mir ist nicht so ganz klar, wie diese Impfziele, die in § 20 Absatz 2a niedergelegt sind, in Beziehung zu setzen sind zu den Priorisierungskriterien, die in § 20i Absatz 3 Satz 4 des SGB 5 niedergelegt sind. Also es heißt dort, dass eben im Fall von beschränkter Verfügbarkeit von Impfstoffen eine Priorisierung vorgelegt werden kann oder vorgenommen werden kann und dass dann die Impfziele dabei zu berücksichtigen sind. Und dann ist weiterhin von Priorisierungskriterien die Rede, die eben auch zu berücksichtigen sind. Hier hat sich bei der Lektüre jetzt des Gesetzentwurfs noch nicht so ganz erschlossen, wie diese Impfziele in Beziehung zu setzen sind zu diesen Priorisierungskriterien. Vielleicht kann der Gesetzgeber hier noch eine Klarstellung vornehmen, in welchem Verhältnis diese beiden Aspekte, die für die Bedeutung sind, zueinander stehen. Aber ansonsten sehe ich keine verfassungsrechtlichen Bedenken, was jetzt die Vereinbarkeit dieser Bestimmungen mit Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes anbetrifft. Wie gesagt, das Programm ist hinreichend erkennbar, sichert auf der anderen Seite aber zugleich auch die Flexibilität für die Festlegung von Priorisierungen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Krause. Herr Professor Krause, in der vergangenen Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen gesunken. Gleichzeitig steigen die Meldungen über das Auftreten teils besorgniserregender neuer Varianten des Covid-19-Virus. Auch versterben immer noch zu viele Menschen an Covid-19. Erachten Sie es aus epidemiologischer Sicht als notwendig, an der epidemischen Lage von nationaler Tragweise weiterhin festzuhalten? Danke sehr. Herr Professor Dr. Krause. Die Frage beantworte ich gerne. Aus medizinisch-epidemiologischer Sicht liegt aktuell weiterhin ganz eindeutig eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vor. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht davon auszugehen, dass sich diese Lage vor Ende dieses Jahres, also 2021, verlässlich als überwunden eingestuft werden kann. Innerhalb des Status einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite kann natürlich die Situation sich dennoch so weit entspannen, dass dann nur wenige Teile dieser Maßnahmen, die im Gesetz vorgeschlagen sind, dann überhaupt notwendig sind. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich wieder an den Einzelsachverständigen, an Professor Dr. Wollenschläger. An der bereits in § 20i SGB Römisch 5 vorgesehenen Ermächtigung des BMG, eine Verordnung vorzulegen, in der der Anspruch der Versicherten auf bestimmte Schutzimpfungen geregelt ist, wollen wir festhalten. Hiermit bleiben wir flexibel, insbesondere für kurzfristige Anpassungsbedarfe. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir aber Anpassungen vor, die die ursprüngliche Rechtsgrundlage noch weiter konkretisieren.
Wie ist Ihre Einschätzung zu dem nun vorliegenden Regelungsinhalt? Herr Professor Dr. Wollenschläger. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Kippels. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, genauso wie Kollege Brenner, erachte ich die Neuregelung für verfassungskonform. Natürlich muss der Deutsche Bundestag wesentliche Fragen der Impfpriorisierung durch Parlamentsgesetz regeln, aber natürlich kann er im Rahmen der Bestimmtheitsanforderungen des Artikel 80 und des Wesentlichkeitsvorbehalts eine nähere Regelung dem Verordnungsgeber überlassen. Wesentliche Fragen hat der Bundestag meines Erachtens mit dem Gesetzentwurf geregelt, nämlich erstens eine explizite Normierung der Priorisierungsbefugnis, zweitens eine Normierung von Verteilungskriterien und drittens eine Normierung von dieser steuernden Impfzielen. Und um den Punkt aufzugreifen, den Herr Brenner bereits angesprochen hat, meines Erachtens lässt sich durchaus eine Korrelation von Verteilungskriterien und Impfzielen insofern zunächst einmal herstellen, als sie Binnendifferenzierungen ermöglichen, weil etwa die Kriterien Alter und Gesundheitszustand bezogen auf das Ziel einer Reduktion schwerer und tödlicher Krankheitsverläufe ein Impfziel eine gestufte Priorisierung nach alters- und gesundheitsbedingtem Risiko vorzeichnen. Richtig ist allerdings, dass nur grobe Vorgaben für das Rangverhältnis der Kriterien und Ziele bestehen. Das hat der Gesetzgeber jetzt nicht wie etwa der Verordnungsgeber in der aktuellen Corona-Impfverordnung durch eine Gruppenbildung geregelt, sondern eben nur über die Vorgabe von Impfzielen, die nicht hierarchisiert sind, die aber die Impfkriterien steuern. Die damit einhergehenden Spielräume sind meines Erachtens verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Es steht natürlich außer Frage, dass die Impfpriorisierung grundrechtswesentlich ist und dies auch die Bestimmtheitsanforderungen verschärft. Es ist eine große Breite von Personen betroffen. Es handelt sich um eine Grundrechtsbetroffenheit von hoher Intensität mit Blick auf die hochrangigen Schutzgüter Leben und Gesundheit und natürlich mit Blick auch auf die aktuelle Debatte der Ausübung individueller pandemiebedingt beschränkter Freiheiten. Aktuell und inwieweit das eben nach einer Schutzimpfung wieder zuzulassen ist. Und außerdem besteht ein staatliches Impfen. Aber gleichwohl sind auch bestimmtheitsreduzierende Kriterien zu berücksichtigen, und zwar nicht nur der zeitlich und gegenständlich beschränkte Lebenssachverhalt, sondern vor allem, weil es sich um einen vielschichtigen und komplexen Lebenssachverhalt handelt, bei dem rasche Änderungen der tatsächlichen und auch für die Priorisierung relevanten Verhältnisse absehbar. Die Dynamik resultiert etwa aus der Offenheit der verfügbaren Impfstoffmenge, der verfügbaren Impfstoffe, medizinischer Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf oder auch das Infektionsgeschehen und Maßnahmen zu seiner Bekämpfung. Und diese Dynamik ist meines Erachtens ein wesentlicher Unterschied zur oftmals angesprochenen Studienplatzvergabe, wobei es sich ja überdies um ein seit Jahrzehnten diskutiertes und auch entfaltetes Verteilungsregime handelt. Und wichtig ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem jüngsten Beschluss zur Studienplatzvergabe entscheidend auf eine Vorgabe der Art der Auswahlkriterien abgestellt hat. Die Formel, die im 33. Band noch verwendet wurde, also in der Entscheidung aus den 70er Jahren, dass auch das Rangverhältnis entscheidend determiniert werden müsste, die findet sich in der jüngsten Entscheidung so nicht mehr. Die Regelung ist also verfassungskonform, aber gleichwohl ist natürlich der Gesetzgeber in Abwägung mit dem Flexibilisierungsanliegen aufgefordert zu prüfen, ob und inwieweit er die parlamentarische Steuerung und damit natürlich auch die demokratische Legitimation der Priorisierungsentscheidung erhöhen möchte und damit natürlich auch das Risiko einer verfassungsrechtlichen Beanstandung reduziert. Ich habe auf einzelne Änderungspunkte, Änderungsbedarf und auch Diskussionspunkte in meiner Stellungnahme hingewiesen. Da können wir gerne nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau. Vielen Dank. Das war das Stichwort. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Sorry, aber wir haben nur 32 Minuten. Die nächste Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die uns interessiert, dass Arztpraxen ja natürlich ihren Versorgungsauftrag trotz Rückgang der Fallzahlen fortführen sollen. Dafür soll die Kassenärztliche Vereinigung mit im Benehmen den Krankenkassen geeignete Regelungen vorsehen. Und mich würde interessieren, wie Sie diese Regelung bewerten. Ist es ausreichend? Herr Dr. Gassen. Die Frage
Ja, Sie haben es schon skizziert. Wir werden davon ausgehen und sehen, dass auch in den Abrechnungsergebnissen, dass Fallzahlen deutlich zurückgegangen sind, aber auch die Leistungsanforderungen zurückgegangen sind. Das war nicht überraschend. Da gab es ja im vergangenen Jahr auch eine entsprechende Regelung, die das kompensieren sollte. Und ja, diese Regelung muss und sollte unbedingt weitergeführt werden. Und es gibt ja eine Besonderheit. Es gibt ja einen ersten Entwurf, der eine Regelung für die MGV vorsieht, also für den mobilitätsbedingten Teil der Gesamtvergütung, der mit befreiender Wirkung gezahlt wird. Der extrabudgetär zu vergütende Leistungsanteil, der mittlerweile ein gutes Drittel nach dem TSVG sogar etwas mehr ausmacht, ist hiervon aber nicht betroffen. Das Problem, was hieraus erwächst, ist, dass wir zum einen sehr unterschiedliche Anteile im Abrechnungsverhalten je nach Arztgruppen haben. Es gibt also quasi MGV-Ärzte und EGV-Ärzte. Und wir können die EGV-Ärzte, die zum Beispiel bei den Kinderärzten Vorsorgeuntersuchungen, ambulante Operationen und viele Dinge mehr in der Form in der Pandemie nicht mehr erbringen konnten, zum Teil auch nicht durften, nicht aus der MGV gegenfinanzieren. Die MGV muss ausgegeben werden, reicht auch dann sonst nicht mehr zur Vergütung der Leistung. Insofern gibt es keine finanziellen Spielräume der KV und EGV-Verluste aus der MGV mit zu finanzieren. Und es hätte natürlich auch massive Verwerfungen zwischen den Fachgruppen. Stellen Sie sich vor, ein Fachinternist ohne Schwerpunkt, der im überwiegenden Teil in der MGV arbeitet, müsste dann im Grundsatz psychotherapeutische extrabudgetäre Leistungen finanzieren. Das funktioniert natürlich nur sehr begrenzt. Und deshalb müsste man die Regelung ergänzen, um einen fast gleichlautenden Teil auch für die extrabudgetäre Vergütung. Damit wäre tatsächlich eine Sicherheit geschaffen, dass wir die Arztpraxen auch über die nächsten Monate bei noch zu erwartenden Rückgängen in der Vergütung am Netz halten können, was ja auch für die Impfkampagne erforderlich sein wird. Und von daher plädieren wir dringend dafür, den MGV-Schutzschirm, wie angelegt ist, um einen EGV-Schutzschirm zu ergänzen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, es gibt ja immer wieder diese Debatte. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Krause und sie bezieht noch mal das Thema Virusvarianten ein. Könnten Sie uns noch mal aus epidemiologischer Sicht möglichst knapp erläutern, was uns konkret passieren kann im Hinblick auf die Ansteckungszahlen oder den R-Wert? Ich denke, das muss man in die Frage, ob man eine epidemische Lage verlängert oder nicht, ja mit einbeziehen. Und dazu müsste man dort eine gewisse Perspektive haben. Herr Professor Dr. Krause. Ja, vielen Dank. Also der R-Wert ist nur einer der Indikatoren, die man bewerten muss. Der R-Wert quantifiziert, wie leicht oder wie rasch sich eine Infektion in der Gesellschaft ausbreitet. Der R-Wert ist aber nur zum Teil abhängig vom Virus selbst. Er ist zugleich auch abhängig von vielen anderen Faktoren, zum Beispiel wie die Impfkampagne Wirkung gezeigt hat in der Gesellschaft, wie die klimatisch bedingten Umwelteinflüsse sich ändern, zum Beispiel Lufttemperatur, UV-Strahlung, wie die hygienischen Maßnahmen eingehalten werden oder fortgesetzt werden oder wie die Kontaktintensität zwischen Menschen sich weiterentwickelt. All dies hat sehr, sehr großen Einfluss auf den R-Wert und es ist nicht nur die biologische Qualität oder die molekulare Struktur des Virus, die das wesentlich bestimmt. Es kann durchaus sein, dass die Variante, die in England einherging mit einer starken Steigerung von Fällen, in Deutschland nicht mit so einer derartigen Steigerung von Fallzahlen einhergehen wird, weil sich andere Faktoren eben dann zu einer anderen Zeit auch anders darstellen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, BPA. In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie die vorgesehene Neuregelung, dass zugelassenen Pflegeeinrichtungen künftig nur noch solche Mindereinnahmen erstattet werden sollen, die infolge der Umsetzung behördlicher Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus unmittelbar entstehen. Können Sie Ihre Kritikpunkte hier noch einmal kurz erläutern? Danke sehr. Herr Maul, Sie haben das Wort. Sehr gerne. Zugelassene Pflegeeinrichtungen haben mehrere Probleme. Eins ist, sie können kaum reagieren. Also eine kleine Kurzzeitpflegerin, eine Tagespflege kann überhaupt nicht reagieren, weil sie ansonsten ihre Dienste nicht mehr abdecken kann. In einem schwer betroffenen Pflegeheim haben wir die Situation, dass heute schon
Verluste dauerhaft vom Pflegeheim getragen werden. Bei den Investitionskosten, die nach einem Befall ungefähr, also deutlich fünfstellig sind. Und im Bereich wegen der Minderbelegung, wegen der Minderausgaben beim Pflegesatz auf sechsstellige Summen auslaufen. Die Pflegeeinrichtungen haben kaum Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Personal jetzt in Kurzarbeit zu schicken, was gerade erst wirklich geholfen hat, insbesondere bei einer Infektionswelle zu helfen, wäre etwas, was vor Ort verheerende Aussichten hätte und an anderer Stelle wieder Geld kosten würde. Wir sehen, und wir haben heute Morgen erst eine Mail aus dem Bundesgesundheitsministerium bekommen mit Hinweis auf die letzte Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs, dass wir auf dem besten Wege sind der Normalisierung. Wir befürchten sehr, dass es demnächst keine behördlichen Auflagen mehr gibt. Und damit würden alle unsere Einrichtungen aus diesem Schutz des Rettungsschirms herausfallen und keinen Anspruch mehr auf diese Erstattung haben. Und das, was wir an Möglichkeiten hätten, wäre Personal in Kurzarbeit zu schicken, was ich ein verheerendes Signal fände. Und insbesondere diejenigen, die weiterhin mit Kohorten arbeiten, bestimmte Wohnbereiche zum Beispiel trennen, die brauchen im Moment mehr Personal als vorher. So, und das lässt sich auf alle Leistungsbereiche bei uns durchdeklinieren. Das ist keine Hängematte für die Einrichtung, also die können sich nicht in diesem Rettungsschirm bequem ausruhen, sondern die machen schon jetzt erhebliche Verluste, weil die, insbesondere die Investitionskosten ja überhaupt nicht erfasst sind. Und nochmal die Auswirkungen auf die Mitarbeiter halten wir für überhaupt nicht vermittelbar. Also wir brauchen eine Verlängerung, die diese pandemiebedingten Mindereinnahmen verlässlich absichert, weil wir ansonsten die Infrastruktur gefährden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Ja, die Frage richtet sich wiederum an den GKV-Spitzenverband. Gern würden von Ihnen nun auch wissen, wie Sie das nun vorgesehene pandemiebedingte Kostenerstattungsverfahren in Bezug auf die Mindereinnahmen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen bewerten. Gehen Sie hierzu bitte auch auf die vor der entsprechenden Auszahlung notwendigen Überprüfung der Voraussetzungen ein. Herr Kiefer. Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, herzlichen Dank. Ich will nochmal deutlich machen, dass die Grundanliegen ja gleich sind, denn es geht ja darum, notwendige pflegerische Infrastruktur, ob nun ambulant oder stationär, so abzusichern, dass sie nicht aufgrund der Pandemie sozusagen in wirtschaftliche Schieflage kommen. Die Pflegeversicherung hat dazu im Jahre 2020 ja einen sehr nennenswerten Beitrag, sowohl was das der Ausgleich der Mindereinnahmen betrifft, als auch das Finanzieren richtigerweise von zusätzlichen Aufwendungen für Hygiene und andere Maßnahmen geleistet. Das ist auch richtig und soll fortgesetzt werden. Ich glaube, es geht in allen Bereichen darum, Zielgenauigkeit dieser durchaus ja nicht kurzfristigen, sondern sehr länger andauernden Pandemie zu bekommen. Und insofern finde ich das Erfordernis, dass man hier auch entsprechend eine Rationalität einträgt, dass es eine landesrechtliche Definition gibt und sage, hier ist sozusagen eine Ausnahmesituation durchaus rational. Das Verfahren hat sich gezeigt, läuft. Wir haben 14 Tage, um die entsprechenden Anträge der Einrichtung zu prüfen und dann auch in die Zahlungsmachung zu gehen. Das klappt in der Regel, insbesondere klappt es dann gut, wenn die Einrichtung gleich mit Stellen des Antrags auf Mindererlöse die notwendigen formalen Begründungen und Dokumente beifügen. Also ich gehe davon aus, dass es eine Lösung, die ist für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich und angemessen unbürokratisch. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Mir geht es noch mal um den Änderungsantrag 10 und ich richte die Frage an den Einzelsachverständigen Professor Wollenschläger. Wir wollen ja bei § 56 Absatz 1a Infektionsschutzgesetz die Anspruchsvoraussetzung anpassen. Können Sie bitte kurz auf die vorgesehene Regelung eingehen und sie bewerten? Dankeschön. Herr Professor Dr. Wollenschläger.
Also bei diesem zu reformieren 56 1a, da geht es ja um die Änderung der Entschädigungsregel im Infektionsschutzgesetz bei pandemiebedingter Beschränkung seine Erwerbstätigkeit auszuüben. Und die war ja bislang beschränkt auf die Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen, Betretungsverbote, Anordnung von Schulferien, Aufhebung von der Präsenzpflicht. Und die wird nun erweitert auf Fälle, in denen der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird oder eben eine behördliche Empfehlung vorliegt, vom Besuch der Einrichtung abzusehen. Und die Gesetzesbegründung betont auch nochmal, dass unabhängig davon, ob die Arbeitsleistung grundsätzlich im Homeoffice erbracht werden kann oder nicht, dieser Anspruch bestehen soll. Rechtlich ist sozusagen dieser Vorschlag unproblematisch, familien- und sozialpolitisch ist er zu begrüßen, vor allem weil ja auch eine Kohärenz zum Kindergartengeld für Sozialversicherte hergestellt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, sie geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die ich doch noch mal bitten möchte zu dem Thema einer weiteren Runde der Prämienzahlungen für besonders belastete Pflegekräfte und andere Krankenhausbeschäftigte, uns ihre Einschätzung zu übermitteln. Herr Baum, Sie haben das Wort. Ja, Baum, TKD, Henke, danke. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass es grundsätzlich zu begrüßen ist, denn für den ersten Teil des Jahres 100 Millionen stehen jetzt 450 Artikel Summe für das ganze Jahr 550 Millionen zur Verteilung an die Pflegekräfte und auch ergänzende Kräfte, einschließlich Reinigungskräfte, werden ja genannt, sodass deutlich mehr Häuser betroffen sein. Im ersten Halbjahr hatten wir 400 Häuser, wenn wir über 1000 Häuser haben, deutlich mehr Kräfte, also das ist schon ein deutlich anderes Volumen und deshalb grundsätzlich positiv. Aber es bleibt am Ende irgendwo natürlich Verteilungsprobleme zu lösen. Die Mitarbeitervertretungen sind eingebunden. Wir hätten uns gewünscht, dass die Grundeinspielung Geld bekommt grundsätzlich nur, wer mindestens 20 Fälle als Haus bis zu 500 und mehr als 550, dass die etwas gelockert würde, aber immerhin kommen jetzt mehr als 1000 Häuser dann in den Genuss der Prämien. Sie sind ja jetzt drei Kriterien und auch damit drei Schachteln. Jede Schachtel isoliert ja für sich 150 Millionen Euro. Und die dritte neue ist Beatmungspatienten. Da kann es passieren, dass ja noch, weil ja nur ein Fünftel der Patienten im Krankenhaus Beatmungspatienten war, dass die 150 Millionen auf einen sehr begrenzten Kreis von Kliniken sich konzentriert. Das will ich nicht ganz ausschließen. Und das kann aber dann ein Problem machen bei der Steuerbefreiung bis zu 1500 Euro. Man muss sehen, dass im TVÖD alle öffentlichen Häuser haben ohnehin über den Tarifvertrag schon etwa 600 Euro bekommen. Manche haben aus der ersten Tranche was bekommen und jetzt die zweite Tranche, sodass für die 1500 Euro, die ja für 20 und 21er Auszahlungen nur einmal gewährt werden, wahrscheinlich in vielen Fällen nicht ausreichen, um das Ziel der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit herzustellen. Wir würden dringend dafür plädieren, entweder den Bedarf aufzustocken oder aber für 20 und 21 isolierte Steuerfreibeträge vorsehen. Ansonsten läuft es wirklich Gefahr, dass Teile der Gelder über Steuern und Sozialabgaben wieder abgeschöpft werden. Vielen Dank. Eine Frage geht noch, Dietrich Mundstadt. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Der Änderungsantrag 2 sieht eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, damit künftig alle Anwenderinnen und Anwender von patientennahen Schnelltests bei positiven Ergebnissen meldepflichtig sind. Selbsttests sind hier explizit nicht gemeint. Wie bewerten Sie diese Regelung? Danke sehr. Herr Professor Dr. Scholz. Ja, vielen Dank für die Frage. Dahinter steckt ja eine Neuausrichtung der Impfstrategie, Teststrategie, die wir im Grundsatz begrüßen. Und wir halten es natürlich, dass in dem Änderungsantrag jetzt reingeschrieben wird, dass die testende Person eine solche Meldung machen soll, aber anders als im Krankenhaus keine Verantwortung des Betreibers des Testzentrums besteht. Da würden wir uns mehr wünschen,
dass dort mehr Strukturmerkmale vorgesehen werden für diese Testzentren und dass sozusagen unter ärztlicher Leitung klargestellt wird, dass hier wie die Verfahrensabläufe gemacht werden, dass dort eben halt Strukturmerkmale geschaffen werden. Aber im Grundsatz ist das natürlich sehr zu begrüßen, denn nur wenn Testergebnisse dann auch verwertet werden beim öffentlichen Gesundheitsdienst, ist es natürlich auch wirklich daraus Konsequenzen zu ziehen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Frau Dittmar. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Und meine erste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Prof. Dr. Leisner-Egensberger. Wie beurteilen Sie die vorgesehene Entfristung des § 5 Infektionsschutzgesetz und die vorgesehene Regelung zur externen Evaluierung der pandemischen Schutzmaßnahmen und welchen weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehen Sie gegebenenfalls? Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Leisner-Egensberger. Zunächst zum Fristen. Verfassungsrechtlich zu empfehlen ist eine Befristung des § 5, zum Beispiel auf den 31. März 2022, aus zwei Gründen. Zum einen sind die Ermächtigungen des § 5 Absatz 2 rechtsstaatlich problematisch. Sie verleihen dem Bundesgesundheitsminister die Befugnis, durch Rechtsverordnungen von einer Vielzahl von Parlamentsgesetzen abzuweichen, und zwar in grundrechtswesentlichen Fragen, etwa zum Arzneimittelrecht oder zum ärztlichen Ausbildungsrecht. Nach Ansicht vieler führt dies zu einer verfassungswidrigen Verschiebung der Gewichte zwischen Exekutive und Legislative. Meiner Meinung nach ist das exekutivische Normprogramm des § 5 Absatz 2 programmatisch noch relativ eng gefasst. Zur Verwirklichung dynamischen Grundrechtsschutzes lassen sich die dort aufgeführten Bereiche grundsätzlich auch durch Verordnung. Doch ist der Umfang des Verordnungsrechts rechtsstaatlich problematisch. Daher ist neben der kurzfristigen Streichung fordert insbesondere und einer möglichst konkreten Benennung der Normen, von denen jetzt abgewichen werden soll, wie dies ja jetzt immerhin punktuell im Änderungsantrag 1 erfolgt ist, längerfristig zu überprüfen, welche der vielen Verordnungen in Gesetze überführt werden können. Dies ist ein rechtsstaatlicher Auftrag an das Parlament, um abzusichern, dass er auch tatsächlich nach der Bundestagswahl erfüllt wird, ist eine Befristung sinnvoll. Zu empfehlen ist eine Befristung aber noch aus einem weiteren Grund, und damit komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage. Findet nun eine wissenschaftliche Evaluierung der Regelungsgesamtheit statt, was ja grundsätzlich sehr positiv zu würdigen ist, sollten dann entsprechende Berichte nicht in parlamentarischen Schubladen versinken. Eine Befristung zwingt dann das Parlament dazu, sich intensiv mit der normativen Umsetzung der Evaluierung auch zu befassen. Für diese Evaluierung muss dann dringend allerdings der vorgesehene Zeitplan bearbeitet werden. Alle Abgeordneten, sämtliche Behörden und Gerichte, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger benötigen die Ergebnisse einer unabhängigen wissenschaftlichen Expertise, und zwar von unterschiedlichen Schulen, zeitnah und immer wieder aktualisiert. Ich empfehle daher eine zeitliche Kopplung von Zwischenberichten an die dreimonatige Feststellung der epidemischen Lage. Ob für diese laufende Unterrichtung, da die Leopoldina das richtige Gremium ist, muss überprüft werden. Dann noch schließlich kurz zu dem weiteren Änderungsbedarf. Man könnte den § 28a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes langfristig überarbeiten. Die Hauptkritik an dieser Vorschrift geht ja dahin, dass sie in ihrer Systematik nach Inzidenzen unterscheidet, das heißt nach Schwellenwerten von 35 bzw. 50. Inzwischen wissen wir aber, dass für eine Schutzgutgefährdung von Leben und Gesundheit und auch für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht nur die Inzidenzen maßgeblich sind, sondern eine Fülle anderer Kriterien, beispielsweise R-Wert, regionale Differenzierung, Rückverfolgbarkeit des Infektionsgeschehens, allmähliche Impffortschritte und so weiter. Von den Gerichten wird dies schon alles berücksichtigt. Es stellt sich aber rechtspolitisch die Frage, ob ein solcher Kriterienkatalog ausdrücklich aufgenommen werden sollte. Entweder, das wäre die große Lösung,
im Rahmen des 28a Absatz 3 Satz 4 oder kleine Lösung im Rahmen des 28a Absatz 3 Satz 11 im Zusammenhang der Unterschreitung der Schwellenwerte. Aktuell sehe ich jedoch keinen Änderungsbedarf. Denn es sind Mutanten auf dem Vormarsch, die uns bald ganz neue Infektionsbilder bescheren werden. Was Virologen jetzt aber noch nicht wirklich abschätzen können, sollte der Bundesgesetzgeber nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt regeln. Gleiches gilt für Stufenpläne. Natürlich muss gelten, Bildung zuerst, dazu verpflichtet uns die Generationengesetz. Aber nicht gerade in einem Zeitpunkt, zu dem Mutanten auf dem Vormarsch sind, die auch Kinder und Jugendliche gefährden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Professor Dr. Leisner-Egensberger. Meine Frage richtet sich auf Corona-Eigentests. Und ich bitte um Antwort, wo und gegebenenfalls wie muss die Möglichkeit eines kostenfreien Zugangs zu Corona-Eigentests im SGB 5 oder im Infektionsschutzgesetz verankert werden, wenn dies nicht ausschließlich auf Verordnungswege passieren soll? Frau Professor, genau, machen Sie einfach weiter. Vielen Dank für Ihre Frage. Solche Laientests werfen juristisch ja drei Fragen auf. Zum einen nach dem Marktzugang, zum zweiten nach der sozialrechtlichen Anspruchsberechtigung einschließlich der Kostenfreiheit, die Sie angesprochen haben, und schließlich die Frage nach der Rückgewähr von Freiheitsrechten. Der Marktzugang, also Befreiung der Laientests vom Arztvorbehalt, ist im Rahmen der letzten Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung erfolgt. Auf der Grundlage 24 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes. Dieser sieht seit November für sämtliche In-vitro-Diagnostika, also auch für diese Laientests, eine Befreiung vor vom Arztvorbehalt. Hier besteht also kein Änderungsbedarf. Zweitens, die Anspruchsberechtigung der sich selbst testenden Laien. Diese ist gesetzlich bereits angelegt, und zwar in einer Verordnungsermächtigung für den Bundesgesundheitsminister in § 20i. Absatz 3, Satz 2, Nummer 1b, SGB 5. Diese Vorschrift erstreckt sich mit dem Begriff der Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion auch auf diese Laientests. Allerdings fehlen bisher im Gesetz, das heißt in dem 20b Absatz 3, SGB 5, spezielle Regelungen zum Verfahren des Erlasses einer Laientestverordnung und auch zur Finanzierung dieser Tests. Hier könnte man nach § 20i Absatz 3 Satz 5 SGB 5 für die Schutzmaskenverordnung eine Parallele ziehen dazu. Das heißt, die Schutzmaskenverordnung wäre insoweit normatives Vorbild. Das heißt, diese bisherige Vorschrift des Satzes 5 müsste neben Schutzmasken auch Testungen aufführen. Und in diesem 20i Absatz 3 SGB 5 könnte dann auch eine Rechtsgrundlage für eine staatliche Kostenübernahme vorgesehen werden, in dem bisherigen Satz 12. Eine verfassungsrechtliche Verpflichtung dazu wäre meines Erachtens dann anzunehmen, wenn Laientests nach wissenschaftlich validen Prognosen die Auswirkungen der Pandemie effektiv bekämpfen. Dazu gibt es inzwischen zahlreiche Studien, etwa von Claudia Denkinger, für medizinische Laien nachzulesen im aktuellen Spiegel. Drittens, die Rückgewähr von Freiheitsrechten. Da sind betroffen die Sätze 5 fortfolgende des 28a Infektionsschutzgesetzes. Hier ließe sich längerfristig, das heißt dann, wenn die Tests zugelassen und tatsächlich breit eingesetzt sind, nach dem Wort dies einfügen, auch unter Berücksichtigung von Testung. Notwendig ist diese letztere Novellierung allerdings nicht, denn die Behörden und Gerichte sind verfassungsrechtlich bereits jetzt dazu verpflichtet, die Erforderlichkeit umfassend zu prüfen, das heißt freiheitsrechtlich auch den tatsächlichen Einsatz von Laientests zu berücksichtigen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Fechner. Und mir geht es um den Paragraphen 28a Absatz 3. Da würde mich Ihre Meinung interessieren, ob Sie empfehlen, hier Änderungen dahingehend vorzunehmen, dass wir weitere Kriterien als die heute geregelten
Inzidenzzahlen vorzunehmen und wie man das konkret machen würde, gerade vor dem Hintergrund, auch dass es noch keine abschließenden Erkenntnisse zu den Mutationen gibt. Das UVG Lüneburg hat ja da entsprechende Hinweise auch schon gegeben, dass man eine Änderung machen sollte. Da würde mich Ihre Einschätzung zu interessieren, ob wir in diesem Gesetzgebungsverfahren 28 Absatz 3 erweitern. Herr Professor Dr. Kinkel. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Thorsten Kinkel, Uni Regensburg. Der Paragraph 28 Absatz 3 ist ja sehr ungewöhnlich formuliert. Es ist eben keine richtige Norm des Gefahrenabwehrrechts, in der steht, unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber in Rechte eingreifen darf, sondern unter welchen Voraussetzungen er handeln muss. Der ist also etwas sozusagen nach Schutzpflicht formuliert und er lässt im Prinzip im Moment praktisch alles zu. Ja, also auch letztlich sogar ein Verfahren, bis wir beim Inzidenzwert Null sind. Und ich würde anregen, die nächste Reformrunde dazu zu nutzen, in die Norm tatsächlich einen Stufenplan zu integrieren. Weil der Stufenplan, sollte man vielleicht mal sagen, das ist ja kein einseitiges Öffnungskonzept. Es würde nämlich in beide Richtungen wirken, denn Stufen kann man ja bekannterweise entweder herunter, aber auch heraufsteigen. Das heißt, Sie müssen dann auch relativ, müssen bei so einer Norm auch einkalkulieren, dass sie dann relativ schnell auch wieder Verschärfungen ermöglicht, wenn das Infektionsschutzgeschehen, Sie haben die Mutation genannt, es erfordert. Der Vorteil eines solchen Stufenplans ist aber gerade, dass man sehr schnell handeln kann. Ja, dass man ganz, ganz schnell und ohne Ministerpräsidentenkonferenz den Stufenplan dann auch anwenden kann. Wobei man sagen muss, einfach ist es nicht, weil man den Landesregierungen dann auch trotzdem hinreichende Entscheidungsspielräume lassen muss. Das muss man schon sagen. Und im Übrigen stimme ich Anna Leisner voll zu, dass wir da sicherlich auch mit anderen Zahlen als nur den 7-Tage-Inzidenzen werden arbeiten müssen und uns entscheiden müssen, schützen wir die öffentliche Gesundheit oder die individuelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens. Vielen Dank. Meine Frage geht an die BAGFW, Frau Dr. Fix. Viele Verbände kritisieren, dass die Mehreinnahmen in der Pflege ja nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen geltend gemacht werden können. Bitte erläutern Sie, warum diese Regelung aus Ihrer Sicht nicht tragfähig ist und die Mindereinnahmen nicht über Vergütungsverhandlungen ausgeglichen werden können. Frau Dr. Fix. Herr Paul hatte ja vorher in einer ähnlichen Frage schon einiges dazu ausgeführt. Ja, wir sehen die Problemlage ähnlich wie der BGA. Wir haben mindestens zwei große Problemkomplexe, nämlich einerseits vollstationäre Einrichtungen, die von einem hohen Ausbruchgeschehen betroffen waren und dann hinterher nicht mehr und nicht mehr so schnell im erforderlichen Umfang weiter Leute belegen können, schlicht weil die Nachfrage fehlt. Genauso aber, weil sozusagen natürlich beispielsweise Rückverlagerungen aus dem Krankenhaus oder auch Neuaufnahmen ins Pflegeheim nicht ermöglichen, dass die Bewohner in Doppelzimmer aufgenommen werden können. Und auch hier haben wir dann entsprechende Bewegungsrückgänge zu verzeichnen, die in keinem Fall durch die jetzt vorgesehenen behördlichen Anordnungen oder durch Landesrecht bedingt sind. Der zweite Problemkomplex ist bei den Tagespflegen, die derzeit eine Auslastung von ca. 50-60% nur haben. Das ist den AHA-Regelungen geschuldet, dadurch müssen die Gruppengrößen reduziert werden. Die Nachfrage wäre da sogar zum Teil größer, aber das Angebot kann nicht im erforderlichen Umfang erfolgen. Und auch hier haben wir eben erhebliche Mindereinnahmen, die gleichfalls nicht mit behördlichen Anordnungen in irgendeiner Weise gedeckt sind. Und wie Herr Maul vorher schon ausgeführt hat, niemand hat die Absicht, nicht zu versorgen. Allein haben wir schon auch das wirtschaftliche Interesse, wegen der nicht erstatteten Investitionskosten so weit wie möglich wieder zu belegen oder überhaupt zu belegen. Und insoweit sehen wir, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest noch nicht möglich ist, den Schutzschirm so zu lockern, wie das hier zunächst mal geplant ist. Wir bräuchten hier einen Stufenplan und auch Verhandlungen, nach denen Sie fragen, könnten uns hier nicht helfen, weil Verhandlungen nur dazu führen, dass wenn weniger Plätze angeboten werden können und gelegt werden können, wir Personal reduzieren müssen. Dieses Personal kann dann ganz locker sozusagen bei dem Fachkräftemangel in anderen Einrichtungen einen Arbeitsplatz finden. Und wir werden dann auf Dauer sozusagen das Platzangebot in einer Einrichtung reduzieren müssen. Das kann ja als Abwärtsspirale, die hier gewissermaßen mit Ansage geplant ist, nicht die Absicht des Gesetzgebers sein. Wir bitten dringend,
die Regelung zurückzunehmen und es beim bisherigen Schutzschirm zu belassen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Ja, die geht auch noch mal an die Bundesarbeitsgemeinschaft Freien Wohlfahrtspflege und betrifft die Rehabilitation. Sind die getroffenen Maßnahmen im Rahmen des Schutzschirms und die bestehenden Möglichkeiten zu Verhandlungslösungen mit den Krankenkassen ausreichend, um Reha-Einrichtungen vor den Auswirkungen der Pandemie, also vor allem Unterbelegung, zu schützen? Frau Dr. Fix. Ja, vielen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Nochmal Elisabeth Fix für die BAG Schwedt. Zunächst mal sind wir froh, dass mit dem Krankenhausausgleichsverordnung hier zumindest der bisherige Schutzschirm, der auf 50% reduziert ist, jetzt vom 28. Februar auf den 11. April verlängert wird. Das gibt uns einen gewissen Puffer. Gleich viel laufen die Verhandlungen mit den Krankenkassen über den Schutzschirm, die im GPVG ja vorgesehen sind, sehr unzureichend und sehr schleppend. Und wir sehen hier tatsächlich weiteren gesetzgeberischen Justierungsbedarf, um hier das ganze Geschehen zum Erfolg zu führen. Also bislang sind uns nur angeboten worden die Fortführung des Hygienezuschlags in der bekannten Höhe oder auch sozusagen der Schutzschirm von 50%, aber mit dem kleinen Manko, dass er nur, wenn die Bewegung ab 95 und unterhalb von 95% erfolgt, überhaupt zum Greifen kommt und bei der Mittelgenesung werden auch alle Maßnahmen auf ein Kind beschränkt. Wir sehen überdies sozusagen schon seit langem das Problem, dass wir keine Finanzierung für die hier schon angesprochenen Testungen erhalten. Also die Personalkosten werden refinanziert, da entstehen schon seit langem mehr Aufwendungen und es zeichnet sich nirgendwo ab, dass diese Lücke gedeckt wird. Und insoweit schlagen wir vor, dass die Rahmenempfehlungen nach 111 Absatz 7 ein weiterer Punkt 2a aufgenommen wird, der Eckpunkte vorsieht für die jetzt zu erfolgenden pandemiebedingten Verhandlungen einerseits. Das Gleiche müsste dann auch für die ambulante Reha in 111c entstehen. Und wir sehen auch dringenden Verlängerungsbedarf hinsichtlich der GPVG-Regelung, die ja Verhandlungen nur bis zum 31.03. vorsieht, und der steht ja gewissermaßen vor der Tür. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Berufsverband der Pflegeberufe. Wir haben ja schon eine Antwort gehört zu den 450 Millionen Euro, die bereitgestellt werden sollen für Krankenhäuser bzw. Pflegekräfte, die in unmittelbarer Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eine Prämie ausgezahlt bekommen sollen. Wie ist Ihre Bewertung dazu? Vielen Dank, Herr Dr. Wagner. Franz Wagner, Deutscher Berufsverband Pflegeberufe. Vielen Dank, Frau Mattheis, für die Frage. Nun ja, ich kann sagen, die Regelung jetzt ist besser als die, die wir bisher hatten. Aber es ist das gleiche Wirkprinzip beibehalten worden, was im letzten Jahr zu erheblichen Unfrieden in den Einrichtungen und ziemlich viel Frustration bei den Pflegefachpersonen geführt hat. Denn es wurde von der Mehrheit als sehr ungerecht empfunden, wie denn die Verteilung stattgefunden hat, also wer überhaupt, welche Krankenhäuser in Frage kamen, wie dann innerhalb der Einrichtungen die Prämie verteilt wird. Wir haben die Sorge, dass auch wenn man das jetzt auf eine, Herr Baum sprach, von etwa 1000 Krankenhäusern, das ist immer noch so etwas mehr als die Hälfte, wenn man so verteilt und dann noch Binnenverteilungen vornimmt, die ganz individuell sind, dass das erneut zu erheblichem Unfrieden führt. Also wir hätten besser gefunden, man hätte eine Regelung gefunden, dass alle etwas bekommen und dann auch zumindest stärker vorstrukturiert wird, wie denn die Verteilung zu erfolgen hat und das nicht den einzelnen Häusern überlässt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion über. Und die erste Frage stellt der Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Frau Professor Leisner-Eckensberger. Frau Professor, verschiedene Medienberichten zufolge soll das Innenministerium unter Leitung von Horst Seehofer zu Beginn der Corona-Pandemie im März 20
auf Forscher eingewirkt haben, die daraufhin ihre Ergebnisse für ein dramatisches sogenanntes Geheimpapier zur Rechtfertigung harter Corona-Maßnahmen geliefert haben sollen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite soll nun der Weg für eine weitere Durchsetzung solcher Maßnahmen geebnet werden. Die Frage ist jetzt, wie beurteilen Sie aus rechtlicher Sicht diese Vorgehensweise? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mögliche weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erst dann mit den Abgeordneten des Bundestages diskutiert wurden, nachdem diese Punkte verschiedenen Pressevertretern bereits vorgelegen haben und darüber öffentlichkeitswirksam berichtet wurde. Vielen Dank. Frau Professor Dr. Leistner-Egensberger, Sie haben das. Ja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Zunächst einmal ist es so, dass der Bundestag Herr der Feststellung der epidemischen Lage ist und auch bleibt. Gerade dies soll ja jetzt durch dieses neue Gesetz auch beschlossen werden, dass der Bundestag immer den ersten Zugriff hat. Er kann alle 3 Monate die epidemische Lage nationaler Tragweite feststellen und dann jeweils immer wieder verlängern. Es ist also nicht so, wie Sie sagen, dass der Bundestag erst im Nachhinein darüber informiert wird, dass natürlich auf welchen Wegen auch immer irgendwelche Informationen an die Presse gelangen, lässt sich politisch niemals verhindern. Das hat man auch in anderen Konstellationen, ist natürlich unglücklich. Dieses Vorkommnis, was Sie dargestellt haben, dass jetzt angeblich auf Wissenschaftler seitens des Bundesinnenministeriums eingewirkt worden sein soll, muss natürlich aufgearbeitet werden. Soweit ich informiert bin, ist das auch in Arbeit. Auf der anderen Seite haben Sie vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen haben sich einige Wissenschaftler kritisch geäußert zu dem Impfstoff von AstraZeneca, was dann sofort dazu geführt hat, dass die Impfbegeisterung der Bevölkerung zurückgegangen ist, dass sogar Personen, die bereits Impftermine erhalten hatten, dann wieder nach Hause gegangen sind, verunsichert. Und jetzt nicht wissen, ob sie tatsächlich diesen durchaus nach allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen guten Impfstoff nehmen sollen. Vor dem Hintergrund ist meines Erachtens politisch ein grundsätzliches Bedürfnis schon anzuerkennen, die Bevölkerung nicht durch allzu viele wissenschaftliche Meinungen von verschiedenen Seiten zu verunsichern. Gleichwohl, was natürlich nicht geht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist eine gezielte Beeinflussung der Meinungsbildung. Und gerade vor diesem Hintergrund, wir haben jetzt zuvor über die Evaluierung gesprochen, sollte meines Erachtens so bald wie möglich ein sogenannter Corona-Rat eingerichtet werden, der eben dies wissenschaftlich begleitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Oehme. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Herr Professor Scholz, wie wurden Sie als Vertreter der Ärzteschaft, abgesehen von der heutigen Anhörung, in die Diskussion zur weiteren Vorgehensweise während der Corona-Pandemie eingebunden? Welche Anmerkungen Ihrerseits haben nun Eingang in den vorliegenden Gesetzentwurf gefunden? Sind Sie der Ansicht, dass mögliche absehbare Schäden infolge der Corona-Maßnahmen in Bezug auf die physische und psychische Gesundheit der Bürger bei der Fortschreibung des Gesetzes zur Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausreichend berücksichtigt wurden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht? Danke. Herr Professor Dr. Scholz. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in ständigem Kontakt sowohl zu den Verantwortlichen im Bundesgesundheitsministerium stehen, allerdings auch in der letzten Zeit immer wieder auch Gespräche mit Ministerpräsidenten geführt worden sind. Es ist ja schon hier angesprochen worden, die Runde, die dort sich dann auch abstimmt, aber ja keine Beschlüsse fasst, sondern ich verstehe das immer als Koordinierungsgremium, was dann auch gemeinsame Bewertungen vornimmt und die dann in die Länder bringt, wo dann ja Beschlüsse gefasst werden müssen. Insofern, denke ich, sind hier viele Dinge eingeflossen.
Auch Sie haben das mitbekommen, dass ja jetzt auch Nachbesserungen bei der Teststrategie vorgenommen werden. Das sehen wir als wichtige Maßnahme an. Das hatte ich ja eben schon ausgeführt, weil es dort hier auch mehr Möglichkeiten gibt, dann auch Einzelfalldinge zu tun oder bestimmte Lockerungsmaßnahmen zu machen, wo sich das realisieren lässt. Das stößt ja dann auch sicher an Grenzen. Insofern besteht das auch. Und in der Tat kann man nicht verschweigen natürlich, dass auch sich zeigt, dass eben halt psychische Belastungen zunehmen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja doch sehr stark, dass hier auch unser Gesundheitssystem da ja schon Möglichkeiten vorsieht, dass ja hier auch durch Sicherungsmaßnahmen abgedeckt werden soll, dass hier die Gesamtvergütung, dass aus Ärzte in Anspruch genommen werden. Es gab ja natürlich auch zu Anfang Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme psychotherapeutischer Leistungen. Und da greife ich nochmal auf das zurück, was Herr Gassen vorhin gesagt hat. Auch aus Sicht der Bundesärztekammer ist es sehr zu unterstützen, dass hier auch Möglichkeiten eines Schutzschirms nicht für die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, sondern auch für die Einzelvergütung getroffen werden, denn Sie wissen, dass die psychotherapeutischen Maßnahmen der genehmigungspflichtige Leistungen sind der Krankenkassen und insofern unter die sogenannte EGV fallen. Und insofern macht es natürlich auch Sinn, dass hier Schutzmaßnahmen getroffen werden. Insofern, denke ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Aber wir haben natürlich, und das hören wir auch sehr im Auge, dass die psychischen Belastungen durchaus folgen. Und Frau Leisner-Hegensberger hat ja eben halt auch so einen Punkt angesprochen. Das trägt natürlich nicht dazu bei, wenn solche Meldungen dann wiederkommen, dass dann wieder ein Impfstoff in Frage gestellt wird oder dass etwas anderes gemacht wird. Das trägt gleich zur Verunsicherung bei und kann natürlich auch psychisch an belastete Patienten dazu führen, nochmal ins Nachdenken zu kommen, ihren Impfschutz nicht zu nehmen. Insofern aber nochmal zum Ausgangspunkt Ihrer Frage zurückzukommen. Es finden viele Gespräche statt und damit wird auch vom Bundesgesundheitsministerium das immer sehr ernst genommen und auch aufgegriffen in vielen Regelungen, die Sie hier wiederfinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, diese Frage geht ebenfalls an die Bundesärztekammer und Professor Dr. Scholz. Professor Scholz, am 11.12.20 schrieb die Tageszeitung Die Welt unter dem Titel Das Leopoldina-Desaster, dass der Schaden, den die Wissenschaftsfunktionäre mit ihrer 7. Ad-hoc-Stellungnahme zum Coronavirus-Pandemie anrichteten oder anrichten, immens ist, da der wissenschaftliche Gehalt zu gering ist, so die Meldung. Denn für keine der geforderten Maßnahmen nennt die Stellungnahme eine belastbare wissenschaftliche Quelle oder wissenschaftlich gesicherte kausale Zusammenhänge. Nichts wird nachvollziehbar belegt. So wird festgehalten, es scheint so, dass die Nationale Akademie der Wissenschaften als Verein dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Auch die Vorgeschichte des BMI-Papiers wirft kein gutes Licht auf die entsprechende Politikberatung. Wäre es da angesichts der offensichtlichen Bedeutung der Thematik nicht sinnvoll, ein speziell für diese Aufgabe konzipiertes eigenständiges Fachgremium, wir hatten eine eigenständige Epidemie-Kommission vorgeschlagen, einzusetzen, die also immer für derartige Fälle jederzeit wissenschaftlich fundiert arbeiten kann? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Scholz. Ja, auch vielen Dank für die Frage. Ich glaube, wir müssen alle berücksichtigen, dass wir uns nach wie vor in einem Findungsprozess befinden, denn viele Erkenntnisse liegen nach wie vor natürlich über diese Pandemie nicht vor und wir wissen nicht, welche Mutationen sich entwickeln. Insofern glaube ich, dass es uns jetzt nicht hilft, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Pandemiesituation, die ja gefühlt schon sehr lange zurückliegt, noch überlegt wird, inwieweit alle Teile dieser Ad-Hoc-Stellungnahme, um die es sich ja gehandelt hat, wertvoll sind. Wir haben Probleme mit Ihrem Vorschlag dieser STEPO. Wir würden schon vorschlagen, dass es einen interprofessionellen Pandemierat gibt, der auch das Krisenmanagement begleitet. Das scheint uns ein wichtigerer Punkt zu sein. Ich glaube, es liegt nicht an dem Zusammentragen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja auch publiziert werden. Auch es gibt immer mehr oder weniger Sonderausgaben des Deutschen Ärzteblattes, wo auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wo sie vorliegen, zusammengetragen werden. Wir haben ja sehr positive Nachrichten inzwischen jetzt gerade die letzten Tage aus Israel gehört, wo sich auch zeigt, wie dort die Impfstrategie Anwendung findet.
aber wir glauben schon, dass es hier ein begleitendes Gremium gibt, wie man eben halt noch besser Krisenmanagement betreibt und wo wir auch Konsequenzen daraus ziehen. Langfristig, das finden Sie in einem Papier der Bundesärztekammer, halten wir es durchaus für notwendig, dass man, ich sag mal, Pandemie auch übt. Wir wollen nie hoffen, dass sie wiederkommt, dass wir ja für lange Zeit Ruhe haben, aber für den Fall, dass sie wiederkommt, dass man dann Konsequenzen daraus zieht, weil wir so etwas wie Gott sei Dank lange nicht erlebt haben und es lernen. Aber Ihren Vorschlag der STEPO finden wir nicht besonders hilfreich, sondern würden uns andere Lösungsmöglichkeiten wünschen. Ja, vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die FDP und Frau Aschenberg-Duknus stellt die erste Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Wissmann. Herr Professor Wissmann, wie beurteilen Sie, dass das Ministerium weiterhin wesentliche Fragen mit Grundrechtsbezug ohne Zustimmung des Bundestages treffen kann? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Wissmann. Ja, ganz herzlichen Dank. Zum Verhältnis von Parlament und Regierung gestatten Sie mir vielleicht eine Anmerkung vorweg. Das Vorgehen der Regierungsfraktion, in letzter Minute den eigenen Gesetzentwurf mit 17 Änderungsanträgen, die ausführlicher sind als das eigentliche Änderungsgesetz, zu überziehen, ist natürlich nicht geeignet, einen Respekt vor dem Parlament und seine Arbeitsweise zu erhöhen. Man merkt es auch in dieser Anhörung, wesentliche Fragen der Änderungsanträge bleiben sozusagen unter dem Radar, weil sie erst am Freitagabend in die Debatte eingespeist worden sind. Wenn man sich dann der Sache zuwendet, wird man sagen müssen, das Parlament wird durch die vorgelegten Entwürfe in praktische Entscheidungen im Grunde in wesentlichen Fragen nicht eingezogen. Es kann alle 3 Monate in Zukunft sein Go erklären und danach entfalten die Regelungen des Gesetzes nach unserer praktischen Erfahrung der letzten Monate im Grunde keine Steuerungswirkung. Durch die Änderungsanträge wird nun zusätzlich noch die föderale Kontrolle des Regierungshandelns weiter abgebaut, indem Zustimmungserfordernisse des Bundesrats entfallen und bundeseinheitliche Regelungen an die Stelle von Länderrechten treten, so etwa bei der Einreisequarantäne. Verfassungsrechtlich würde man wohl sagen, der Rechtsstaat lebt von horizontaler und vertikaler Gewaltenteilung, um Eingriffe in die Grundrechte im Maß zu halten. Und das Infektionsschutzrecht tendiert dazu, sich dieser Fessel ziemlich wortreich zu entledigen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Aschenberg-Duknus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht ebenfalls an den Einzelsachverständigen Professor Wissmann. Wie bewerten Sie den Entwurf dahingehend, dass die epidemische Lage nunmehr alle 3 Monate vom Bundestag bestätigt werden muss, soll? Ja, wie stehen Sie dazu? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Wissmann. Ja, herzlichen Dank. Diese Regelungsidee, über die ja heute auch schon hier verhandelt worden ist, ist jetzt aus einem relativ modernen Instrumentenkasten entnommen, weil damit grundsätzlich die Verbindung zwischen Parlament und Exekutive gestärkt wird. Das ist ja nun auch zweifellos ein fortlaufender politischer Prozess, der hier stattfindet. Und insofern sind diese Verbindungsschnittstellen auch wichtig. Also das heißt, die Gesetzes durch Elemente des Parlamentsbeschlusses angereichert. Und das sichert immerhin, das ist jetzt ja auch schon mehrfach gesagt worden, Debatte und Öffentlichkeit, jedenfalls die Chance dazu, in besserer Weise als die Anwendung des Infektionsschutzrechts in Exekutivrunden der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzleramtes. Allerdings wird man auch sagen müssen, man zahlt dafür auch einen Preis. Nämlich den Preis, dass die völlig unvergleichliche Lage, in der wir seit einem Jahr stehen, nunmehr zu einem gesetzlichen Normalfall wird. Der Wegfall der Befristung der Sonderregeln als solcher hat eben nicht nur einen symbolischen Wert, sondern wir stellen uns damit auf Dauer darauf ein, nach Maßgabe des Infektionsschutzrechts 2020 regiert zu werden.
Dazu hat jedenfalls bisher keine ausreichende Debatte stattgefunden, da die Einführung der Sonderregeln im Laufe des letzten Jahres ursprünglich ganz ausdrücklich als zeitlich befristete Notlösung begründet wurde. Und jetzt stellt man um auf sozusagen eine inhaltliche Regelung alle 3 Monate. Aber eine Debatte über die Frage, wollen wir diese Art von Exekutiv-Notverordnungsregelung als Grundlage des Infektionsschutzrechts, die ist im letzten Jahr verschoben worden und wird jetzt in diesem Jahr im Grunde auch nicht ernsthaft geführt. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Kingreen. Herr Professor Kingreen, reicht es aus, lediglich Impfziele gesetzlich zu regeln oder muss eine Impfpriorisierung per Gesetz erfolgen? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Kingreen. Zunächst mal ist zu begrüßen, dass der Entwurf ja die einhellige Kritik aus der letzten Ausschusssitzung aufgegriffen hat und eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat, die allerdings sehr schwer lesbar ist. Und das hängt mit folgenden Kritikpunkten zusammen. Der erste ist, dass eigentlich immer noch nicht so ganz klar ist, wer eigentlich die Priorisierungsentscheidung trifft. Die STIKO, das BMG oder der Bundestag. Und das hängt unmittelbar mit der von Herrn Brenner adressierten Frage zusammen. In welchem Verhältnis eigentlich die Impfziele für die STIKO zu den Priorisierungskriterien für das BMG stehen. Es ist also nicht ganz klar, wer da eigentlich was machen soll. Und so weiß möglicherweise sogar in diesem Raum niemand so richtig, wer trifft denn eigentlich jetzt die Priorisierungsentscheidung. Man sieht das Problem sehr deutlich jetzt bei der Diskussion um die vorzeitige Impfung des Lehrpersonals. Da hat die STIKO ja sofort eine Stellungnahme zu abgegeben. Man muss aber fragen, ist das überhaupt Sache der STIKO? Das ist eine nicht medizinische, sondern politische Entscheidung, die man übrigens gut begründen kann. Von daher sehe ich hier immer noch die Gefahr, die auch im letzten Ausschuss schon thematisiert wurde, dass sich der Gesetzgeber hier doch etwas hinter dem vermeintlichen Expertentum der STIKO versteckt, die aber letztlich nur für medizinische Fragen die Expertise hat. Ich will noch ganz kurz den zweiten Punkt aufgreifen, da geht es insbesondere um das Rangverhältnis der Kriterien, das weiterhin nicht geregelt ist. Und ich habe in meinem Vorschlag, in meiner schriftlichen Stellungnahme ja gezeigt, dass das durchaus geht, ohne dass man da dem Verordnungsgeber die notwendige Gestaltungsfreiheit nimmt. Und denn es bringt wenig, jetzt nur einfach Kriterien aufzuzählen, die man dann, wie das BMG ja übrigens auch noch nicht nur gewichten, sondern auch ergänzen kann. Da ist dem Parlamentsvorwahl eigentlich wenig geholfen. Ich kann auch den Ausführungen von Herrn Wollschläger insoweit tatsächlich nicht zustimmen, wenn er sagt, das Bundesverfassungsgericht fordere das mit dem Rangverhältnis nicht mehr, weil es nach einer Vielzahl von Entscheidungen in der neuesten Entscheidung nicht mehr drinsteht. Da muss man schon fragen, sollen denn alle Aussagen aus alten Entscheidungen, die sich in neuen nicht befinden, nun nicht mehr gelten? Das scheint mir doch sehr weit hergeholt zu sein, zumal man sagen muss, in dieser letzten Entscheidung, die Herr Wollschläger zitiert, war das Rangverhältnis einfach deshalb kein Thema, weil das geregelt war und es nur die Frage ging, haben die Hochschulen ein Kriterienerfindungsrecht? Das wurde uns verneint. Ja? Und hier in der Regelung haben wir ein Kriterienerfindungsrecht. Das finde ich hochproblematisch. Ein letzter Punkt noch, auch die Tatsache, dass wir hier um ein nur zeitlich begrenzten Problem haben, der Impfstoff wird ja irgendwann zur Verfügung stehen, überzeugt mich nicht. Das ändert doch nichts an der Grundrechtsintensität. Denn was hilft es Menschen, die morgen sterben, weil sie nicht rechtzeitig geimpft werden konnten, dass übermorgen genügend Impfstoff zur Verfügung steht? Vielen Dank. Also eine kurze Frage und Antwort ist noch drin, Frau Aschenberg-Dugnus. Kurze Frage an den BPA, Herr Maul. Der Gesetzentwurf verweist auf die Bedingungen, unter denen Erstattung von Minderausgaben künftig noch möglich sein sollen. Welche könnten das aus Ihrer Sicht sein, die eine Pflegeeinrichtung geltend machen kann, damit sie noch Mindereinnahmen erstattet bekommt? Dankeschön. Herr Maul. Ja, vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Ich habe das eben schon angedeutet und bin insofern froh, dass Sie nachfragen. Es ist jetzt an landesrechtliche Regeln oder Auflagen von Behörden gebunden. Das ist im Moment, gibt es die noch, aber die fallen jetzt schon fast weg. Also wir haben Pflegeheime, die schwer getroffen wurden, die keinerlei Verbote mehr haben, aufzunehmen. Und dort gibt es ein Problem. Wenn RKI-Empfehlungen eingehalten werden oder die Konzepte des Gesundheitsamtes, die mit denen abgestimmt sind, ist doch gar nicht klar, ist das eine behördliche Auflage
Das ist bisher, ja, bringt die Einrichtung in eine ganz schwierige Situation. Sie müssen das beachten. Gleichzeitig geht es möglicherweise eben nicht als behördliche Auflage. Und an dieser Stelle soll sich dann entscheiden, ob ich noch unter den Schutz des Rettungsschirmes falle oder nicht. Also die Auflagen vom RKI, vom Gesundheitsamt, die zu beachten sind, die dürfen auf keinen Fall doch Kriterium werden, ob ich aus dem Rettungsschirm falle oder eben nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und das Wort hat Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Kingreen auch. Auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher. In der Rechtswissenschaft wurde ja Übereinstimmung als verfassungswidrig angesehen, dass die Exekutive mit der Impfpriorisierung grundrechtswesentliche Fragen selbst entscheidet. Nun ist die gesetzliche Regelung im Gesetzentwurf weder abschließend noch bindend. Sehen Sie hier die verfassungsrechtliche Kritik wirklich ausgeräumt? Herr Professor Dr. Kingreen. Dass gerade dieses Wort insbesondere in § 20 I Absatz 3 Satz 4 ja bewirkt, dass der Katalog nicht abschließend ist. Und ein nicht abschließender Katalog führt natürlich dazu, dass wir letztlich ein sozusagen beliebiges Kriterienerfindungsrecht des BMG haben. Und damit schwächt man die Rechtsgrundlage natürlich unnötig. Im Übrigen möchte ich nochmal anregen, es ist mit Sicherheit sinnvoll, hier nicht drei verschiedene Normen zu schaffen, die aufeinander verweisen. Das ist nämlich tatsächlich so eine Art Schnitzeljagd, um zu verstehen, wo eigentlich genau die Rechtsgrundlage ist. Ich plädiere weiterhin dafür, das einheitlich im IFSG zu regeln, wo man auch übrigens regeln müsste, wie man eigentlich welche Verfahrensvorkehrungen gelten für die sogenannten Impfdrängler. Ja, auch da muss man eine Regelung finden, Wartelisten und so weiter, denn das sorgt für viel Verdruss. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Zimmermann. Pflegezeit können weiterhin flexibel in Anspruch genommen werden und das Pflegeunterstützungsgeld wird verlängert. Reichen nach den Erfahrungen Ihres Verbandes diese Regelungen aus, um pflegende Angehörige in der Corona-Pandemie zu unterstützen und auch abzusichern? Vielen Dank. Frau Fiol. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Danke, Frau Abgeordnete, für die Frage. Madeleine Fiol für den Sozialverband VDK. Wir haben seit der Pandemie einen großen Bedarf in der Sozialrechtsberatung von pflegenden Angehörigen, die zum einen Angebote in der Häuslichkeit vermeiden aufgrund der AHA-Regelungen, aber auch weil Angebote wegfallen. Und wir haben mehr denn je Angehörige, die vorher noch arbeiten gegangen sind, die aber jetzt mehr in der Pflege eingeschränkt sind als jemals zuvor. Und sie fragen eben nach Unterstützungsleistungen, eben auch nach Geld werden Unterstützungsleistungen. Die 20 Tage kurzzeitige Arbeitszeitverhinderung reichen nicht aus. Die wären eigentlich schon Ende Januar ausgeschöpft gewesen. Die Pflege- und Familienzeit reicht auch nicht aus, weil sich viele sagen, halt, es geht nicht aufgrund der Betriebsgröße, das ist ein Hindernis. Das zinslose Darlehen ist nicht wirklich attraktiv, weil es halt, nachdem ich meine Arbeitszeit wieder aufgestockt habe, auch zurückgezahlt werden muss. Und viele haben auch Angst vor negativen Konsequenzen. Und es gibt auch noch Angehörige, die sich an uns wenden, die eigentlich keine familiären Angehörigen sind, wie zum Beispiel Nachbarn, die eine Betreuung haben in der Nachbarschaft oder auch eine Bevollmächtigte sind. Da gibt es ja wirklich überhaupt nichts, was man ihnen anempfehlen könnte. Arbeitszeitreduktionen, das sagen uns pflegende Angehörige, nehmen sie dann mit allen Übeln in Kauf, nämlich das geringere Einkommen, sie haben eine geringere Rentenanwartschaft dann in Zukunft, auch eine geringere Rente und ein größeres Risiko, auch in die Altersarmut zu verfallen. Also wir kommen in so einen Teufelskreislauf rein, wo vor allen Dingen Frauen auch diejenigen sein werden, die das volle Risiko tragen. Es gibt noch gar keine Erhebung darüber, wie der Verdienstausfall durch die Stundenreduktion aussieht. Deshalb wird der VDK auch eine Pflegestudie dazu in Auftrag geben, wo wir noch vor der Bundestagswahl überhaupt mal erfragen, wie groß ist denn die Arbeitszeitreduktion bei pflegenden Angehörigen. Wir fordern deshalb eine Lohnersatzleistung in Anlehnung an den Entschädigungsanspruch für Eltern bei Lohnausfall, und zwar nicht nur bei 60%, sondern 80% des Nettoeinkommens während der Corona-Pandemie. Und auch zukünftig soll der Bundestag sich mit dem Thema befassen, wie Lohnersatzleistungen aussehen können, analog des Elterngeldes
oder einer Freistellung analog der Elternzeit, weil Pflegeangehörige brauchen unsere Unterstützung und Kinderbetreuung und Pflege muss den gleichen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Danke. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Frau Dr. Fix. Wie bewerten Sie die Neuregelung zur Impfpriorisierung aus Sicht der Wohlfahrtspflege? Sehen Sie das Ziel, besonders vulnerable Gruppen zu schützen, umgesetzt? Wenn nicht, welchen Nachbesserungsbedarf sehen Sie? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die BAGW, vielen Dank, Herr Weinberg, für die Frage. Wir sehen die Neuregelung des 20.2a noch nicht in jeder Hinsicht gelungen. Und zwar sehen wir folgende Nachbesserungsbedarfe. Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass der Schutz von Personen in Settings mit hohem Anteil von vulnerablen Gruppen und mit hohem Ausbruchspotenzial in die Impfpriorisierung hineinfallen sollte. Dieses Kriterium ist entfallen. Ich finde gut, dass mit dem Änderungsantrag das Kriterium aufenthaltsbedingte Infektionsrisiken aufgenommen wurde. Das kann aber den Wegfall dieses Kriteriums, das ich gerade genannt habe, noch nicht ersetzen, respektive kompensieren. Oder wenn ja, dann müsste zumindest in der gesetzlichen Begründung dazu ausgeführt werden. Des Weiteren sehen wir noch seitens der Wohlfahrtspflege auf jeden Fall einen Nachbesserungsbedarf darin, dass nicht nur gesundheitsspezifische Ansteckungsrisiken in der Impfpriorisierung benannt werden sollten, sondern auch behindertenspezifische. Und ich möchte hier wirklich stark machen, dass zum Beispiel bei der Gruppe der Taubblinden oder der blinden Menschen in der Regel gar kein hohes Infektionsrisiko per se aufgrund ihres Gesundheitszustandes besteht, aber sehr wohl aufgrund sozusagen ihrer behinderungsspezifischen Umstände. Sie sind nämlich darauf angewiesen, dass sie begleitet werden von Assistenzpersonen oder auch beim Laumen sozusagen die Berührung der Hände erforderlich. Und damit besteht ein besonderes Infektionsrisiko, was der Behinderung geschuldet ist. Und nicht zuletzt möchte ich an der Stelle noch anführen, dass uns auch nicht nachvollziehbar ist, warum trotz der hohen Priorisierung, die die STIKO beispielsweise den Frauenhäusern und den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen beigemessen hat, Kategorie 3 von 6 in der STIKO, diese Einrichtungen immer noch nicht in die Impfverordnung aufgenommen wurden. Ich hoffe sozusagen, dass das Kriterium aufenthaltsbedingt an dieser Stelle etwas weiterhelfen kann. Und bitte einfach nochmal auch zu überlegen, ob auch hier in der Begründung vielleicht entsprechend nachgearbeitet werden könnte. Danke. Herr Weinberg. Ich habe noch eine Frage, das ist schön. Dann geht noch eine Frage an Verdi, an Frau Tatzki. Der im Referentenentwurf noch vorgesehene Bundeszuschuss von 3 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung ist nur noch als Option vorgesehen. Wie bewerten Sie diese Regelung und welche Auswirkungen hätte das auf die Kostenbelastungen der Menschen mit Pflegebedarf, wenn es keinen weiteren Bundeszuschuss geben wird? Frau Tatzki. Hanna Tatzki für Verdi. Vielen Dank für die Frage. Kleinen Moment. Ich finde leider gerade meine Seite nicht. Haben Sie vielleicht vorher noch kurz eine andere Frage an jemanden anderen? Tut mir leid. Hallo, eine kleine Frage, die kurz beantwortet wird. Eine Minute. Na gut, dann stelle ich noch eine Frage an den Caritas. Wie bewerten Sie den Wegfall der Verstetigung der Pflegehilfsmittelpauschale von 40 auf 60 Euro, die noch in der vorgesehen war? Ich habe schon gedacht, die Caritas bekommt keine Frage. Frau Dr. Fix. Ja, also vielen herzlichen Dank. Die Frage kann ich auch kurz beantworten. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass diese Regelung weggefallen ist. Denn auch künftig werden wir mit der Pandemie im Alltag und im Pflegealltag noch lange leben müssen. Und es werden weiterhin erforderlich sein, Schutzmaterialien zu erwerben, Desinfektionsmittel, alles Dinge, die vorher den Pflegealltag nicht gekriegt haben. Von daher waren wir dankbar, dass noch im Referentenentwurf diese Verstetigung und Erhöhung auf 60% vorgesehen war. Und wir bitten den Gesetzgeber wirklich nochmal zu überdenken, ob das nicht mit dem vierten Bevölkerungsschutzgesetz auch weiterhin so geregelt werden soll.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Bündnis 90 Grüne, an Frau Schulz-Asche. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, an Professor Dr. Kingreen. Können Sie bitte noch mal die dringlichsten Punkte, die Sie mit Blick auf § 5 und § 28a Infektionsschutzgesetz anders regelungsbedürftig sehen, noch mal zusammenfassen und insbesondere die Bedeutung eines Stufenplans, wie er auch unter anderem von uns Grünen vorgeschlagen wird, aus rechtswissenschaftlicher Sicht bewerten? Herr Professor Dr. Kingreen. Ja, vielen Dank. Man kann das ganz kurz erstmal zusammenfassen, dass es vor allen Dingen darum geht, alle diese Regelungen in eine Art Normalität zu überführen. Denn Frau Fix hat ja gerade ganz zu Recht gesagt, mit der Pandemie werden wir auch juristisch noch sehr lange leben müssen. Das betrifft zunächst den Paragraphen 1, diese Konstruktion, dass man Normen gewissermaßen nur anwenden kann, wenn man einen Feststellungsbeschluss des Bundestages hat. Also Normen gelten einfach, die müssen eigentlich nicht mit einem Feststellungsbeschluss erst angewendet werden. Und das kann ja immerhin auch nach hinten losgehen. Man muss sich ja klar machen, was passiert denn, wenn diese epidemische Lage nicht mehr vorliegt und man trotzdem noch bestimmte Maßnahmen im 28a, etwa die Maskenpflicht, weiterhaben will, dann kann man die Norm nicht mehr anwenden. Also ich empfehle, das doch langfristig in ein Normalregime zu überführen. Bei § 5 Absatz 2, darüber ist jetzt lange gesprochen worden, ich teile da die Auffassung von Ina Wismann und auch von Anna Leisner, dass da die rechtsstaatlich-demokratischen Grenzen, ich muss sagen, etwas ausgetestet wurden. Wir sind uns aber, glaube ich, alle einig, da kann ich, glaube ich, sogar Herrn Wollschläger einbeziehen, dass letztlich die Einzelermächtigungen, wenn jedenfalls, wesentlich konkreter gefasst werden müssen. Ja, also genau gesagt wird, von welchen Normen wird abgewichen und von welchen nicht. Und man muss sich natürlich außerdem noch fragen, könnten Sie als Parlament die Normen nicht einfach selbst erlassen? Das sehen Sie jetzt an Artikel 2 des Änderungsgesetzes. Da ändern Sie mit dem Parlamentsgesetz die Rechtsverordnung des BMG. Da muss man natürlich fragen, wenn Sie die ändern können, warum können Sie die nicht auch selbst erlassen? Ja? Der dritte Punkt ist § 28a, über den ist ja schon lange gesprochen worden. Eine sehr wortreiche Norm, die aber relativ wenig für den Freiheitsschutz tut, weil sie letztlich wahnsinnig unbestimmt ist. Sie ist letztlich nur geeignet, offensichtlich unsinnige Regelungen, wie die 15-Kilometer-Regelung, die übrigens pikanterweise ja von der Landtagsfraktion der SPD in Bayern zu Fall gebracht wurde, zu verhindern. Aber letztlich würde ein Stufenplan, und das war ja Ihre Frage, doch zwei ganz wesentliche Vorteile haben. Erstens könnten die Landesregierungen sehr schnell und nicht erst nach Rücksprache mit der MPK und dem Kanzleramt Maßnahmen verschärfen, wenn das angezeigt ist. Zweitens würden die Bürgerinnen und Bürger aber auch eine Perspektive für Öffnung bekommen, wenn die Werte sinken. Im Moment erlaubt es hingegen der 28a ja letztlich noch den Zielwert mal eben von 50 auf 35 zu setzen, wenn man merkt, dass man der 50 schon sehr nahe ist. Und das sorgt für Verdruss und das verstehe ich ehrlich gestanden auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Dahm. Entschuldigung, Frau Schulz-Asche. Ich habe noch eine zweite, dann kommt der Kollege Nahm. Meine zweite Frage richtet sich an Frau Viol vom VdK. Wie bewerten Sie, dass die Pflegehilfsmittelpauschale auf das Vor-Corona-Niveau abgesenkt wird und welche Auswirkungen erwarten Sie auf die Pflegehilfsmittelverordnung von Pflegebedürftigen, Versorgung von Pflegebedürftigen? Frau Viol. Sehr geehrte Frau Schulz-Asche, vielen Dank für die Frage. Ich würde mich da voll und ganz Frau Dr. Fix anschließen, die jetzt schon gerade ihre Kritik angebracht hat. Wir waren sehr glücklich gewesen, dass der Gesetzgeber gesehen hat, die 60-Euro-Pauschale ins SGB 11 festzuschreiben und auch zu erhöhen, weil wir auch, nachdem die Bundesregierung das Ende der pandemischen Lage absieht, weiterhin auf die AHA-Regelungen schauen müssen. Und die Pflegehilfsmittel, die zum Beispiel bestehen aus Schutzkleidung, Einmalhandschuhe oder auch aus FFP2-Masken, hat sich erstmal der Preis erhöht aufgrund der höheren Nachfrage. Es braucht eine höhere Qualität, also was vorher an Mundschutz gegolten hat, braucht sie jetzt die FFP2-Maske. Ich habe auch in der Häuslichkeit, so berichten uns auch die pflegenden Angehörigen, einen höheren Bedarf für diese ganzen Pflegehilfsmittel. Und deshalb ist es folgerichtig, die 60 Euro zu erhöhen. Und Herr Spahn hat es explizit in seinen Eckpunkten auch als einen Baustein für die Stärkung der häuslichen Pflege genannt. Und darauf möchten wir einfach nochmal appellieren, doch diese Regelung wieder aufzunehmen ins SGB 11. Und wir haben uns das auch mal angeschaut, es gab ja noch nie eine Dynamisierung, seitdem es diese Regelung gibt, durchs Pflegestärkungsgesetz 1.
Das macht zwar im Grunde nur 2 Euro seitdem aus, aber für viele pflegende Angehörige, die sich bei uns melden und es aufzeigen, was es im Monat kostet, sind 2 Euro viel. Für uns hier als Privilegierte eher nicht. Vielen Dank. Herr Dr. Dahm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Professor Krause. Wir haben ja jetzt in den vorangegangenen Stellungnahmen viel gehört, dass möglicherweise ein Stufenschema dabei helfen könnte, insgesamt die Beurteilbarkeit, Planbarkeit und auch das schnelle und zielgerichtete Handeln aller beteiligten Akteure voranzubringen. Wenn sich jetzt aus Sicht von unterschiedlichen Modulationen ein solches Stufenschema vorstellen oder anschauen, was könnte jenseits bekannter Maßnahmen den Mehrwert oder auch der Inzidenz als weiterer Indikator dazu dienen, in einem solchen Stufenschema unterschiedliche Stufen entsprechend zu beschreiben? Herr Professor Dr. Krause. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal müsste ein solches Stufenschema mehrere Kriterien erfüllen. Eines haben Sie genannt, nämlich nach welchen Indikatoren wird bewertet. Ich bin ausdrücklich der Meinung, das hatte ich in meiner Anhörung beim dritten Bevölkerungsschutzgesetz im November ja schon kundgetan und auch schriftlich niedergelegt, dass viele verschiedene Kriterien berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel die Altersverteilung, die Inzidenzzahlen nach Altersgruppen, die Inzidenzzahlen in den Nachbarlandkreisen, die Dynamik der Inzidenzzahlen, die Schwere der Erkrankung, die Belegungsdaten in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, die Impfquoten, die Daten, sofern sie vorliegen, aus Seroprävalenzstudien, also soweit man also die Immunitätslage der Bevölkerung nachweisen kann, und auch natürlich die molekularen Daten und die Todesursachendaten. Zu den meisten davon haben wir Erhebungssysteme. Viele von diesen Daten können aber gar nicht zentral zusammengetragen werden, weil das Infektionsschutzgesetz immer noch die Übermittlung dieser Informationen an die Landesbehörde und von dort ans RKI unterbindet. Auch das hatte ich im November bereits ausgeführt. Ein weiteres richtiges Kriterium für einen solchen Stufenplan ist, dass diese verschiedensten Indikatoren übersetzt werden in einen Score, in einen Zahlenwert, der aber nicht streng mathematisch fixiert wird, sondern der den Entscheidungsträgern vor Ort in gewissen Grenzen sozusagen Leitplanken gibt, in denen sie trotzdem entscheiden können, für welche Stufe sie sich entscheiden. Darüber hinaus würde ich dringend empfehlen, diese Stufen nicht dreistufig zu machen und auch nicht allzu kompliziert, also 8- oder 10-stufig, was ich da schon alles gesehen habe. Ideal wahrscheinlich ist ein 5-stufiges Verfahren. Das lässt sich auch ableiten aus verschiedenen psychologischen Studien, wo man diese 5-stufige Skala schon sehr bewährt eingesetzt hat. Und dann wäre eben wichtig, dass dieser Score in diese 5 Stufen übersetzt wird, dass das aber nicht rein mathematisch geschieht, sondern dass da überlappende Intervalle vorliegen, sodass die vor Ort Verantwortlichen auch andere Indikatoren, andere Bewertungen mit einfließen lassen können, die vielleicht in diesem automatisierten Score nicht quantitativ erfasst werden können. Vielen Dank. Wir haben noch eine Minute. Frau Schulz-Asche, Sie könnten noch eine Frage stellen. Bitte? Dr. Dahm. Ja, ich hätte noch eine Frage an Professor Kingren, und zwar bezüglich den Paragraphen 5 Absatz 9 im IFSG, wo ja die Evaluation des IFSG durch die Leopoldina enthalten ist. Wie beurteilen Sie die Pluralität von Evaluationen, die erforderlich ist, um den notwendigen gesamtwissenschaftlichen Blick auch im Sinne von Akzeptanz und Rechtssicherheit in der Bevölkerung herzustellen? Herr Professor, genau. Ja, vielen Dank. Das ist rechtspolitisch natürlich erstmal grundsätzlich eine sinnvolle Regelung. Man muss allerdings darauf achten, dass das, wenn man das einem Gremium überlässt, in dem Pluralität der wissenschaftlichen Disziplinen und vor allen Dingen auch Diversität abgebildet ist. Denn es geht ja darum, alle gesellschaftlichen Dimensionen der Pandemie zu berücksichtigen. Und da halte ich es für etwas fragwürdig, das allein Wissenschaftlerinnen zu überlassen. Da muss man jedenfalls sehr viel zivilgesellschaftlichen Sachverstand auch einbinden. Und bei der konkreten Zusammensetzung sollte man natürlich, wenn ich das so etwas überspitzt sagen darf, darauf achten, dass es sich nicht nur um ein Gremium alter weißer Männer handelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich wünsche weiterhin gute Beratung und schließe die Sitzung.